Immer wieder hören wir von Unwetterwarnungen. 120 Tage lang Kino total. Noch bis zum 14. September geht das Kino am Olympiasee auf der Liegewiese der Olympiaschwimmhalle. Bis zu 2000 Besucher haben hier Platz, um ihre Lieblingsfilme unter freiem Himmel zu genießen. Und das jeden Tag und bei jedem Wetter. Das, worüber wir uns mit am meisten freuen, ist, dass Kino am Olympiasee in diesem Jahr zum ersten Mal 100% klimaneutral unterwegs ist. Da müssen wir auch an der Stelle nochmal Danke an die Stadtwerke München sagen, die den Olympiapark und damit auch uns zum ersten Mal mit 100% Ökostrom versorgen. Was uns auch freut, ist, dass wir das Programm erweitert haben. Wir haben zum ersten Mal nicht nur die klassischen Blockbuster im Programm und die französischen und deutschen Komödien, sondern wir haben auch Live-Shows. Mit prominenten Gästen, die über ihre aktuellen Filme oder Projekte berichten und vieles mehr. Vor dem Abendfilm auf 128 Quadratmeter Großleinwand hat bereits ab 19 Uhr der Biergarten geöffnet. Mit 300 Plätzen und viel Bio-Food im Angebot. Wir zeigen Filme in OV, also in Original. Dann zeigen wir Filme, Kinderfilme. Am Wochenende haben wir unser neues Programminhalt Family Open Air. Jeden Samstag und Sonntag und im August jeden Tag ab 15 Uhr Einlass, 16 Uhr Filmbeginn, zeigen wir auf unseren LED-Screens Kinderfilme für die ganze Familie. Und ganz neu ist heuer auch der Clooney-Schorsch. Er bringt das Publikum mit bayerisch-launigen Infos unterhaltsam durch den Abend. Ja, ne. Mit anderen Worten, schmeißt euren Hunde auch in die entsprechenden Tonnen.